Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forever Stranded. So, heute wollen wir uns mal um unsere Wutfarm kümmern, ja, dass wir auch ordentlich Wut generieren. Ich müsste wahrscheinlich für die Mobs, die ich gerne in der Mobfarm spawnen lassen würde, müsste ich auf Tier 2 gehen. Dafür muss das kurz weg. T2. Okay, was brauche ich für T2? Eine Menge Orange und noch mehr Orange und Güldene. Ich glaube, von den Goldenen habe ich sogar die vier Stück, die ich hier brauche, weil wegen der Queste. Oranje. Blaze Powder, ja, genau. Darauf wollte ich nämlich auch hinaus im Endeffekt. Eine Blaze Farm. Obwohl, Blaze Powder habe ich doch massenweise, natürlich. Aber das könnte problematisch werden. Wie viel brauche ich denn davon? Ach Gott. Du bist 5x5, jetzt bist du 7x7. Es ist so früh, ich kann nicht Kopf rechnen. Oh Gott. Okay, wo ist... Hat der gerade... Hätte ich deswegen gar nicht... Ich hätte das einfach rechtsklicken müssen mit dem Block, um das zu bauen. Das ist auch gut zu wissen. Okay, gut. Ja, dann wollen wir erstmal irgendwas anderes nehmen. Und zwar würde ich gerne ein Skelett nehmen. Weil Skelette... Knochen kann man immer gebrauchen. Und die kann man auch in den Undead Generator reintun. Und die produzieren nämlich mehr Strom als Rottenflash. Deswegen... hoppala. Yep. Ach ja, und ich wollte nochmal Book and Quill ausprobieren. Bei dem anderen Buch... So, bei dem Tome. Ob man das da drauf verzaubern kann, das wäre nämlich ganz cool, aber ich glaube fast, dass es nicht geht. Ja, leider nicht. Also weder normales Buch noch Book and Quill funktioniert. Ah, schade. Ich würde es nämlich so gerne auf ein Buch drauf kriegen. Das wäre schön. Naja. So, jetzt brauchen wir ein Skeleton. Ein Skeleton. Hier vielleicht? Dann müssen wir hier nicht für die Cutters rein? Ja, ne? Cutter Save Point. Ja. Das klingt doch schon mal ganz prima. Genau dich will ich, mein Freund. Quatsch. Ha, erwischt, erwischt. Ha. Trottel. Okay, ab nach Haus. Go, 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 go. Okay. Wir haben unseren Skeletor. Oh Mann. Okay. Ab damit in Map Controller. Fester Block? Cool. Oh, soll ich vielleicht mal ganz kurz den hier deaktivieren? Okay. So, okay. Hallo, Mr. Skeletor. Jetzt brauchst du Strom. Also, ihr müsst normalerweise auf dieser Seite hier hinten die Mob-Drops auswerfen. Nur die Frage ist halt gerade, wie wir hier möglichst günstig Strom hinbekommen. Also, Strom über weite Entfernungen verteilen. Ja doch, über die Pinöpel am besten. Über Medium Volt. Pinöpel. Ah, es geht doch halt jetzt runter. Okay, dann nehmen wir mal MVV. No. Ja. Und zwar Wire Connector.
Alle hopp. Passt das? Gute Frage. Was von da? Was noch hier? Relay. Hopp. Das hält, ja. So. Und dann? Passt das hoffentlich? Ich weiß gar nicht woran. Es muss auch hier gestöpselt werden, oder nicht? Ja, ne? Rein theopraktisch. Nee, so einfach geht es jetzt gerade nicht, weil... Noch ein Relay. Ja. So, jetzt bekommt er Strom. 111 pro Tick. Okay. Cool. Spawns once mob, RW 520 Ticks. Das sind 520 durch 20. 26 Sekunden. Okay. Ich bin sehr gespannt. Coolio. Ich kriegt man eigentlich dann garantiert einen Loot, weil wenn man so einen Mob umhaut, kriegt man nicht garantiert immer Loot. Manchmal droppen die auch einfach, oh guck mal, es funktioniert, es funktioniert, es funktioniert. Erstmal ein Bildchen für Thumpity Thump. Jawohl, es funktioniert. Ich liebe es, wenn Dinge funktionieren. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Wuhu. Wunderbar. Wir könnten auch lustigerweise direkt damit so einen Undead-Generator powern. Wäre keine so eine verkehrte Idee. Also brauche ich eine Node. Eine Node, ja. Nodey. Ein Filter. Und ein Knochen. Schwupp. Und eine Pipe. Sonst geht hier gar nichts. Pipe. Ein paar habe ich noch. Schön. So. Undead-Generator. Schwupp. Du, nein, du bekommst dein Filter. Nope. Ja, Knöchlein. Und die kommen hier. Flip. Nein. So. Flip. Wie viel machen die? 40F pro Tick bei 160F pro Knochen. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Vielleicht will ich dann sogar nur... Why? Nee, ist Quatsch. Ist Quatsch. Schon gut. Quatsch. Hier wird alles leergezogen, oder? Ja, so ziemlich. Will ich vielleicht sogar die kleineren Stöpsel nehmen? Damit sie nicht mein System komplett leer ziehen. Ja, vielleicht wäre das keine so eine verkehrte Idee. Könnte es auf Dauer vielleicht ein bisschen gefährlich werden. So. Für unser ME-System zumindest, damit sonst stehen wir irgendwann ohne Strom da und dann... Aber kein ME-System mehr. Das wäre mies. So. So. Konnekteur. Und
Konnektor. So. Gut. Schön. Wunderbar. Okay, klar, die Farbe macht jetzt gerade noch nicht so viel Sinn. Aber vielleicht bekommen wir sogar ein paar Köpfe. Von dir bekommen wir ein paar Köpfe? Ich weiß nicht. Später wird es auf jeden Fall Sinn machen, wenn es nämlich um Wither Skeletons geht. Und um Blazes sowieso. Und alles. Und Enderman. Enderman ist vor allem ganz wichtig. Aber ich glaube, Enderman sollte auch Tier 2 sein. Ich bin mir nicht sicher. Wir können aber auf jeden Fall nochmal mehr Prismen bauen, um das zu testen. Da steht nämlich immer zum Glück dran. Kann man die eigentlich wieder leer craften, die Prismen? Prism! Oh! Ich denke schon. Sonst könnte man sie ja nicht durchcraften. Okay. Habe ich noch Material für ein zweites Prisma? Jetzt vom Farbentechnisch her. Tatsache, habe ich wirklich. Okay. Dann würde ich gerne mal so ein Gerät bauen. Wenn das irgendwie mehr... Jawohl! Aber jetzt gerade... Warum... Hat das jetzt... Oh, hat es. Okay. Moment, kurz aufräumen. Weg, 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 weg. Weg, weg. Dann, Redstone. Und Soul Sand. Ja. So. Zusammengeschmolzen. Hallo, danke. So. Okay. Was hast du? Ach, du hast das Manual. Oh, steht im Brutmenü eigentlich drin, welches Tier man für welche Mob braucht? Next, next, next. How to craft, Building Factory. Okay. Okay. Running a factory proxy, bla bla. Bla 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 bla. Bla bla bla. Bla di bla di bla. Okay. Tier 1. Ah. Tier 2. Set up 2-4 Tier 2 Upgrades. To spawn all Tier 1 Factory Mobs, klar. Along with Blaze. Ah. Need Blaze Powder to create Orange Structure Blocks. Und mal der TF-Boutique. Okay, also Tier 2 Factory ist also für Blaze Rods da. Dann nehme ich mal an, dass Tier 3 für Enderman ist. Tier 3. To Tier 4 Tier 3 Upgrades. Spawn Tier 1, Tier 2, along with Enderman, ja. Enderpearl to create green structure blocks und 140 F pro Tick. Und Tier 5 nehme ich an, Wither Skeletons and Wither Bosses, okay. Such as what spawn of bosses, such as Wither Bosses, okay. Wither Star to create the white structure blocks. Okay! Nice. Sehr cool. Gut zu wissen. Ich wollte es eigentlich gegoogelt haben, aber irgendwie kam dabei nichts raus. Deswegen bin ich jetzt so froh, dass es drin stand. Also hätten wir das jetzt auch geklärt. Also bräuchten wir T2 für Blazes. Die wären ganz wunderbar. Ja. Jetzt heißt es... wie komme ich... Ach, es gibt halt keine anständige Möglichkeit, irgendwie an Netherrack ranzukommen. Das ist echt super nervig. Leider. Also wie viel brauche ich nochmal für die Ad-Food? Die Orangen. Und dafür brauche ich Blaze Powder. Blaze Powder an sich habe ich selbst genug. Das Schlimmste ist nur das die Under Iron Plates. So, das heißt, pro Block brauche ich ein Under Iron. Das heißt, bei den
13, 24, 30 Blöcke oder so brauche ich. Also 30 davon kommt hin. Wie hoch waren die? Ich glaube, 2 hoch, ne? Sagen wir mal 30 von denen. Ach nee, steht doch drin. Ich hält. Ich Idiot. Wo ist mein Buch? Ist schon wieder weggelegt. Ich hätte einfach mal aufpassen können. Das wäre auch clever gewesen. Okay. T1, T2, 40 Orange Structure Blocks. Okay, 40. Ja, oh Gott. 40. Aber die Capture Blocks habe ich doch, oder nicht? Und was ist das? Warum habe ich so viel von denen? Ach, sind die Casings hier. Skull. Ah, ich habe die Plate Skulls. Okay, das heißt, um das zusammen zu craften, brauche ich einfach nur ein Cap und Steine. Okay, das ist... Das kriegt man hin. Das kriegt man hin, auf jeden Fall. Obsidian. Massenweise Obsidian. und der Connector. Wie viel habe ich davon noch? Genau, 2. Der war Lapis und Redstone. Okay. Wir sollten inzwischen auch wieder eine ordentliche Portion Redstone hier bekommen haben. Das heißt, die 40 Redstone hier kann ich mal in Netherrack investieren. Oh, du hast keine Dingens mehr. Das sollten wir mal eben kurz ändern. Eisen geht eigentlich nicht zur Neige. Komisch. Hui. So. Sollte erstmal für die Zukunft ausreichen. Das werden wir noch automatisieren, ja, aber nicht jetzt, weil es einfach zu weit weg ist in dem Fall. So, bitteschön. Du hast eine Menge drin. Ich brauche wieder was zu essen für das Gerät. So. Jo. Daraus machen wir einen Netherrack. Wie viel haben wir denn hier? Das sind alles 8. Ja, kommt hin. Es leckt nur alles ganz gewaltig. Oh Gott. Ich hoffe, der backt jetzt gerade nichts weg. Hui, geschafft. So, jetzt war noch 20 Soul Sand und dann kann's losgehen. So Sand. Einfach wieder ein bisschen Sand hier vorwerfen. Du musst ganz kurz weg. Wie viel der man macht, so 3-4 Stück immer nur, weil es sonst viel Energie kostet. Drei Stück anscheinend. Ja. Okay. So. Das kommt fein hier rein. Das lassen wir fein durchschmelzen hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi!